Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir möchten heute bei Xathas Turm weitermachen, ja, die Echsenmenschen kaputt machen, die da den armen Lester angreifen. Und dafür porten wir uns mal hin. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal den Part von vorn beginnen muss, denn gerade vorhin hat sich das Spiel erfolgreich aufgehängt. Wir sterben schneller. Boah, ich hasse es. Na, jetzt trief mal. Komm, wir sterben. Perfekt. Ja, wenigstens zwei, ne? Passt, diesmal scheint es geklappt zu haben. Gott sei Dank. Ja. Okay. Wir räumen, also wir heben da mal alles auf. Ich sag's euch. Aller Anfang ist schwer, heißt es immer, ne? So auch bei dem Beginn dieser Aufnahme hier. Also, Lester, hallöle. Wo ist Xathas? Wo ist Xathas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin? Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eine steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Super, Daumen hoch. Du siehst nicht gerade fit aus, mein Alter. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Mhm. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Mach das. Mach's gut, Kumpel. Arme Sau. Alter, blöde Echsenmenschen. Dämonen in Xathas Turm. Moment mal. Die müssten wir doch eigentlich besiegen können, oder? Sollen wir's machen? Zwecks Erfahrungspunkte? Für den Fall, dass wir's überhaupt umbringen können. Das müssten ja normalerweise nur die herkömmlichen Dämonen sein, ne? Da ist schon mal einer. Katschanga. Wow, das sind zwei. Okay. Das ist natürlich jetzt ungut. Damit habe ich nicht... Nee, die sind zu stark. Ich wollte es nur mal probieren. Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir durchstreifen jetzt eine Höhle nach der anderen. Ich weiß, spannend ist was anderes, aber wir sind auf der Suche nach Dracheneiern und die brauchen wir auch. Ihr habt es ja gehört, Bennett möchte nämlich daraus eine Rüstung machen. Und immerhin werden wir auch fürstlichst entlohnt für jedes Drachenei, das wir finden. Und ich denke mal, wenn er genug hat, wird er wohl hoffentlich draus eine Rüstung machen und das halt schön teuer sich bezahlen lassen wahrscheinlich. Nein, bitte keine Magie. Gleich mal so für den Fall, dass wir gleich überrannt werden. Lebt da was? Nö, ne? Nein, da ist einmal gar nichts. Trotzdem können wir mal ins Tal runterschauen. Müssen wir sowieso, weil wir haben jetzt etliche Kapitel erreicht und ich war nur einmal in dem Tal da unten. Wir könnten ja schauen, ob irgendwas respawnt ist. Und vielleicht finden wir auch ein Drachenei. So, mal schauen, wie es hier drüben ausschauen tut. Ja, ja, was haben wir da? Drei Echsenmenschen. Katschanga. Wow, vier. Okay. Die Dracheneier werden super bewacht. Der erste ist zerstört, perfekt. Komm, stirbt, der zweite ist hin. Der dritte ist hier. Der dritte oder vierte ist auch schon hin. Alle hin? Alle hin? Wow. Der Blitzschlag hat sich ausgezahlt. So. Nichts zu holen. So, so. Passt. Dann schauen wir mal, was liegt denn hier? Nix. Nicht einmal Drachenei? Kommt. Wir haben nicht mal ein Drachenei jetzt gehabt hier. Och, Menno. Und ich habe mich schon gefreut, weil hier Echsenmenschen herumstrawanzen. Och, naja, dann halt kein Ei. Vielleicht im Tal da unten. Muss ja vielleicht nicht immer eine Höhle sein. Aber vielleicht krebsen hier ja auch hier und da ein paar Echsenmenschen rum. Oder ein paar Wölfchens. Ist ja wurscht was. Hauptsache, es gibt Erfahrungspunkte.
So, dafür werden wir jetzt aber mal was trinken tun. So. Und ich muss leider nochmal speichern. Weil das lief einfach zu gut. So, ja. Ich zück mal unsere Waffe. Unsere Klaue Belias. Hallöchen. Kuckuck. Ist da jemand? Da hinten einmal nicht. Vielleicht lebt da unten noch irgendein Ungeheuer. Wir könnten auch ein Troll sein. Ist wurscht. Oder zwei. Die kriegen wir schon klein. Das ist halt schon ein bisschen unheimlich, dieser Wald hier, ne? So gesehen. Hier wissen wir ja, hier war das Lager von Lester. Und da hinten gibt es ja noch eine Höhle. Dam-di-da. Aha, Echsenmenschen. Schau mal einer an. Kommt her, ihr zwei Deppen. Katschanga, jawohl. Du wirst jetzt auch dran glauben. Katschanga, jawohl. Wow, hat fast keinen Schaden gemacht. Ich freue mich. So, gleich wieder die Waffe zücken. Das lief gut, das müssen wir auch gleich speichern. Das ist echt ein schickes Geräusch da im Hintergrund, ne? Da hat man immer das Gefühl, irgendjemand steht hinter einem. Da sind sicher auch Echsenmenschen drin. Ja, ja. Grüß Gott. Hallo. Katschanga. Jawohl. Katschanga. Der erste ist schon besiegt. Passt. Du, hör auf zum Schlagen. Jawohl. Das waren weitere drei. Wenn das so weitergeht, werden wir bald wieder Level Up haben. Muhaha. So. Ich denke, ich werde auch mal einen Lichtzauber verwenden. Hui. So. Und die Klaue wieder und wieder speichern. So ist fein. Und weiter geht's. Hier liegt einmal nichts, also kein Drachenei. Schau mal, wie es da hinten ausschaut. Vielleicht gibt es da noch ein paar Echsenhainis. Scheint wirklich in jeder Höhle. Jupp, gibt's. Das scheint wirklich in jeder Höhle solche depperten Echsenmenschen zu hausen. Müssen wirklich tatsächlich in der Tat alle durchschauen. Komm, Katschanga. Hui ja. Perfekt. Die nächsten drei besiegt. Ist da noch einer? Nein, das hat so komisch ausgeschaut. Aber hier ist wieder nichts, ne? So wie es ausschaut. Doch, da ist unser erstes Drachenei. Schaut's mal. Hinterm Grabstein versteckt. Alter, blöd sind die auch nicht, ne? Die Echsenmenschen. Sehr schön, wir haben unser erstes Drachenei. Ich schlag mal kurz die Karte auf, damit wir mal abchecken können, wo wir sind. Das ist die falsche. Warum ist denn die ausgerüstet? Die will ich ja gar nicht ausgerüstet haben. Minental, Garond, Schatzkarte? Hä? Nefarius, Höhle. Die Höhlenkorinis, das sind sie ja schon. Na? Jawohl. Wir müssen nämlich abchecken, wo wir sind. Okay, wir haben jetzt die drei haben wir jetzt schon. Okay, also auf der Seite sind wir fertig. Wir können jetzt uns nach Korinis in die Stadt porten. Da hinten gibt es auch eine Höhle. Ja, ist eigentlich wurscht. Wir können uns trotzdem nach Korinis porten. Werden hier nochmal rauslaufen aus dem Tor, wo es Richtung Saras Turm geht und uns in dem Wäldchen da weiter bewegen zu der Höhle, wo... Ja, wo ihr das Schiff seht, ne? Die Höhle da, zu der gehen wir jetzt. So, war das eine schöne Erklärung, oder wie? Fürchterlich. So, Hafenstadt, perfekt. Alle hopp. Hui! Bei der Gelegenheit werde ich mir auch nach einem Bettchen umschauen. Dann brauche ich nichts saufen. Das darfst du keinem erzählen. Schmatz, schmatz. Ist das wirklich wahr? Ja, das ist alles wahr. Mhm. So, ich würde sagen, wir werden gleich in Bospas Häuschen übernachten. Schließlich sind wir sein Lehrhaxen. Da kann uns doch auch ein Bettchen bereitstellen. Das ist ja mal das Mindeste. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgenpennen. Oh, tat das gut. So, und weiter geht's.
Ah, wartet. Nachdem wir gleich hier sind, laufe ich noch einmal ganz kurz hier rauf. Wer bist du? Ein normaler Bürger. Da wollte doch der eine Händler, wollte doch die Klaue dieses Schiffswache. Schiffswache. Boah, schaut das cool aus, ne? Extra für uns? Cool. Da wollte doch einer die Klaue dieses Drachenschnappis haben, ne? Das mache ich noch ganz schnell zwischen. Für die Erfahrungspunkte. Der war eigentlich hier. Ah, der wird da drüben sein, hoffe ich mal. Ich hoffe, ich verdumme mich jetzt nicht. Ich glaube, das bist du, ne? Ja, ich habe besondere Schnapperkrallen für dich. Ich habe besondere Schnapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Danke. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das machen wir auch noch schnell. Hast du irgendwas Gescheites? Herz eines Dämons. Was ist das? Armee der Finsternis beschwören. Sollen wir sowas kaufen? Feldknöterich hätte er und Kronstöckel hat er auch ein. Trank der Geschwindigkeit hätte er auch. Da, wisst was, da nehme ich zwei mit. Oder nehmen wir drei mit. Und einmal so eine Armee nehme ich gerne mit. Für den Fall der Fälle, dass wir mal in der Klemme stecken. Und ich glaube, das passt auch schon mal so. Was ist das? Der Doppelblock. Ein Lehrbuch zum Kampf mit Zweihandwaffen. Die südländische Verteidigung. 5000. Wartet. Das will ich wissen. Wartet. Speichern. Das will ich jetzt gerade wissen. Wartet. Wir haben genug Geld, glaube ich. Zeig mir deine Ware. Ja, haben wir noch genug. Ich will wissen, ob sich das was bringt. Nur mal schauen, ob es irgendeinen wirklichen Skill oder so gibt. Schauen wir mal. Das Büchele, wo bist du? Da. Ich bin, es ist was verbessert worden. Ich hätte vielleicht vorher schauen sollen. Die südländische Verteidigung. Der südländische Kampf nunmehr weniger mit der Kraft des Nordmannes als mit seiner Behendigkeit. Denn im heißen Klima seiner Heimat bevorzugt er leichte Rüstungen, welche ihm mehr Beweglichkeit erlauben. Durch diesen Umstand hat der Südländer einen ihm angepassten Kampfstil entwickelt, der sich auf fundamentale Weise von den uns Bekannten unterscheidet. Das wohl bekannteste Manöver des Südländers ist wohl der einarmige Block mit rückwärtigen Ausfallschritt. Durch den Ausfallschritt gelingt es ihm, die Kraft des gegnerischen Angriffes zu mildern und so eine hervorragende Ausgangsposition zu erlangen, die zum direkten Angriff genutzt werden kann. Ja, okay. Hey! Willst du das Buch wieder haben? Zeig mir dann. Vielleicht kriegen wir noch 2000 dafür. Ach Gott, 750. Wow. Gehen wir es ihm wieder. Da haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Ich hoffe, das hat sich jetzt was gebracht. Schleichen, dir auswählen. Einhänder 61, Meister haben wir jetzt. Hat man das vorher auch schon gehabt? Naja, es scheint sich was gebracht zu haben. Ich werde es mal ein bisschen testen, ne? Ich werde das mal ein bisschen testen und dann schauen wir weiter. So, wir bewegen uns jetzt Richtung unseres nächsten Ziels, ja, unserer nächsten Höhle. Einfach mal da lang. Ich könnte jetzt den Sprinttrank eigentlich verwenden, ne? Ich habe mir das schon gedacht. Aber chillen wir mal ein bisschen. Ist das wirklich so? Dann müssen wir da lang. Schauen wir gleich, ob hier irgendwas überlebt hat oder wieder gekehrt ist. Vielleicht ein paar Schnappis oder Drachenschnappis, vielleicht hier und da ein Ork. Ist ja leider Gottes alles möglich. Da hinten vor allem, da waren Schnappis. Schauen wir mal, ob nach wie vor oder wieder welche da sind.
Nein, hier ist alles sauber. Okay. Dann gehen wir Richtung Höhle. Dann müssen wir uns da so lang bewegen. Ich hoffe echt mal, dass ich da keinen Schmarrn bulle. Echt. So ein Wag oder so ist ja kein Problemchen mehr. Oder so ein paar Orkileins auch nicht wirklich. Können ja auch ein paar Echsenmenschen sein. Ist ja auch nicht wirklich ein Problem. Dann können wir auch gleich testen, ob das, was wir gerade gelernt haben, auch wirklich Hand und Fuß hat. Irgendwas grummelt da so schier, ne? Vielleicht erwischen wir auch einen Troll. Müsste da hinten nicht sogar einer hausen? Naja, Goblins sind hier, immerhin. Ist hier was. Kommt's nur her, ihr armen kleinen Teufelchens. Jo, grummel, grummel. Katschanka, und weg bist. Du auch, du auch, du auch. Sowieso, du auch. Du auch. Ich glaube, das war's. Perfekt. Sehr schön. Haben wir wieder ein paar Erfahrungspunkte mehr. Ein bisschen Gold. Ich meine, dem Gold brauche ich nicht nachweinen. Allein die Geld, also die Lederbeutel, die wir von den Drachen da jetzt, von den Horten, also von, ja, vom Hort erreicht und bekommen haben, reichen schon wieder aus. Da ist der nächste Lederbeutel, also ich glaube, an Geld wird es bei uns nicht mangeln. Auch wenn ich jetzt das teure Buch gekauft habe. Aber es scheint was zu bringen, hoffe ich halt. Dass es keine Fehlinvestierung war. So. Was liegt da, Spikt? Und fertig. Da ist nichts mehr sonst. Dann müssen wir da nach hinten laufen. Mal einen kurzen Blick auf das Urli. Ui, der Part ist auch gleich wieder vorbei. Pfui. Trotzdem möchte ich gern die eine Höhle noch besuchen. Damit wir halt ein bisschen vorwärts kommen. Weil dann können wir ab morgen ja schon die andere Seite von Corinis besuchen. So, irgendwie ist da gar nichts, ne? Was versteckt? Ja, da ist was versteckt. Ein Pfeil, eine Spruchrolle. Noch ein Pfeil? Noch ein Pfeil? Was das? Noch ein Pfeil? Noch mehr Pfeile? Ein Kurzbogen? Und jetzt war's das. Okay. Dann hatschen wir da weiter. Weil das Coole ist halt, wir können uns jetzt überall hinbohren. Ne? Wenn wir die Höhle hier haben, bohren wir uns einfach wieder in die Hafenstadt zurück und können von dort aus dann das andere Tor durchschreiten. Moment, was greifen die denn an? Da ist ein Bandit. Hey, lass du den Banditen stehen? Katschanga. Katschanga. Na, mach. Und bäm. Jawohl. Ja. Okay, das Buch bringt sich was. Ich darf wirklich gleich sofort danach angreifen. Das ist schön. So, du dämlicher Bandit. Da war ich eben nie. Die habe ich übersehen, blöderweise. Ärgert mich gerade selber. Da sind jetzt schöne Erfahrungspunkte verloren gegangen. Mist, verdammter. Ich hoffe, die brauchen wir nicht für später. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Wenn es wegen die paar Punkte da jetzt dann uns beim Endgänger scheitert. Wow. Trottel, was greift sie an? Ich habe keine Ahnung. Wow. So. Jawohl. Dann gleich zum nächsten. Ja, die metzeln da alles um, ne? Wow, der ist gerade mit einem Schlag gestorben. Alter, ich merke gerade, dass mit Meister und so, ne? Einhand, das ist gerade voll geil. Wir können so richtig schöne Kombos machen. Ich freue mich sehr. Also da merkt man das schon sehr stark im Kampf und so. Oha, Schafsfälle, ne? Und was sehen meine Äuglein? Ein Drachenei. Nur für uns. Komm her, Schnucki. Bei uns bist du in besseren Händen. Wir werden dich aufknacken und dann irgendwann am Leibe tragen. Als eine super coole Rüstung. So, schau mal. Jawohl, ist logisch. Ja, ist logisch. Ja, jetzt ist offen. Ja, passt. Kein Dietrich-Verlust, weil da wieder zwei drin waren. Schön. Sehr gut. Halt, was ist da? Ein Beil. Da drüben haben wir noch ein Opfer. Ein Degen.
So, noch ein paar Dietriche. Sehr schön. Und das scheint es wieder gewesen zu sein. So, einmal schnell speichern. Dann noch schnell die Steintafel uns anschauen. Bogenschütze. Komm her damit. Jawohl. Sehr gut. Und wir porten uns... Wartet. Noch schnell schauen, habe ich alles mitgenommen? Nein, da ist noch ein Schwert. Hui. Ich weiß, die sind nicht viel wert, aber was man hat, hat man. Bin ich halt der Meinung. So, da vorne ist noch ein Beil. So. Da ist auch noch eins. Liegt hier noch was versteckt. Ein Degen. Schau, schau, Schoschone. Und das war's. Gut, perfekt. Dann auf zurück zur Hafenstadt. Hui. Perfekt, Leute. Das lief ja super. Wir haben schon 2 Dracheneier. Also insgesamt 3 eigentlich, ne? Perfekt. Das heißt, im nächsten Part werden wir darüber laufen, eben ungefähr da bei dem Tor dann rauslaufen und uns dort die nächsten Höhlen anschauen. Ich würde mal sagen, wir werden zuerst Richtung Taverne laufen. Ja. Dort mal alles wegmachen. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Dann vielleicht Richtung Onershof. Da alles wegmachen. Halt, ich sehe es eh dann auf der Karte, ne? Ich glaube, ich hoffe, ich habe die richtige jetzt draußen. Ja, ihr seht es eh, was ich meine. Ne? Also wir rennen hier bei dem... Naja, es ist... Ja, was machen wir? Das ist mal wieder typisch. Was du da gibt es halt viele Wege, wie wir es machen können. Ne? Das ist ja interessant. Vielleicht gehe ich auch mal beim Tor raus, mache den einen, der hier im Graben ist, und halte mich dann links, bis ich die 4 habe. So ist vielleicht gescheiter. Dann zu Onershof vielleicht rüber. Da gibt es ja auch 3 auf der Seite. Ja, so irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Wir werden schon alle systematisch absuchen. Das wird kein Problem. Das kriegen wir schon hin. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!